Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Nehmen Sie bitte Platz. Jetzt geht es um Geld, aber natürlich auch um mehr. In einem Land mit einer Tradition, mit Inflationsgefahren und was daraus folgt, die sich sozusagen eingebrannt haben in die DNA, auch in die Grundordnung, ist natürlich die Frage, wie man das abwehrt. Die Rolle der Geldpolitik besonders wichtig. Wir freuen uns jetzt den Hüter gewissermaßen der Geldpolitik in Deutschland, der aber auch in Europa natürlich in einem Konzert mitspielen muss, zu begrüßen, Dr. Joachim Nagel, im Gespräch mit Gerald Bornberger. Vielleicht kann er ja auch im Namen der EZB heute exklusiv noch irgendwas zu Zinserhöhungen oder so weiter sagen. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von mir, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch herzlich willkommen, Herr Nagel. Sehr schön, dass Sie heute bei uns sind. Inflation ist ein Thema, das uns alle bewegt, berührt, erfasst. Und da ist natürlich sehr glücklich, dass wir mit Ihnen einen Gesprächspartner haben, der ist nicht nur sehr gut auskennt mit dem Thema Geldpolitik und Inflation, aber der eben auch selbst zu den Entscheidungsträgern gehört und dann eben dazu beiträgt, wie es damit weitergeht. Wie auch schon bei Frau von der Leyen, meine Damen und Herren, können Sie dann Fragen stellen. Das gilt sowohl für Sie hier im Publikum als auch an unsere Teilnehmer, die digital zugeschaltet sind. Wir würden zunächst einmal ein bisschen das Thema zwischen uns behandeln und schauen dann, wie es weitergeht. Und vielleicht, Herr Nagel, können wir mal anfangen mit den Fragen, warum haben wir Inflation und auch die Frage, ist das, was wir erleben, eine vorübergehende Episode, die es in Deutschland schon gegeben hat? Übrigens, kurz nach der Gründung der Bundesrepublik, nach dem Koreakrieg, hatten wir auch mal 7% Inflation, die war dann aber relativ bald wieder weg. Oder sind wir am Beginn eines Inflationsregimes, wie wir es vielleicht in den 70er Jahren hatten? Ich weiß nicht, wie lange ich Zeit habe, jetzt die Frage zu beantworten. Also, es gibt ja gute Gründe, warum die Geldpolitik das getan hat, was eben notwendig war in den letzten, muss man sagen, 10 Jahren. Also die letzte Zinserhöhung im Eurosystem geht zurück auf Juli 2011. Also wir haben jetzt schon mehr als 10 Jahre eine Geldpolitik, die sehr unterstützend sein musste. Wir hatten die Finanz- und Staatsschuldenkrise, die uns intensiv beschäftigt hat. Davor natürlich noch 2008 die Situation aus dem Lehman-Kollaps. Und dann natürlich die Pandemie, die uns auch natürlich geldpolitisch herausgefordert hat. Ich würde es fast mal positiv umdrehen. Also die Inflation, die wir jetzt sehen und haben, die ist uns natürlich zu hoch. Also mir ist sie persönlich zu hoch. Aber auf dem Weg dahin kann man auch sagen, dass die Geldpolitik ihren Job gemacht hat. Wir haben es geschafft, die Inflationsrate wieder dorthin zu bekommen oder zumindest, wo wir sie mittelfristig haben wollen, bei 2%. Und dass natürlich eine Geldpolitik irgendwann mal mit in der Größenordnung, in der sie stattfand. Wir haben viele Assets gekauft, wir haben jahrelang mit negativen Zinsen operiert, dass es dann natürlich auch eine Phase gibt, wo dann quasi der Zyklus wieder beginnt, dass die Inflationsraten deutlich anziehen. Es ist für mich nicht so eine untypische Entwicklung. Und der Vergleich 70er, 80er Jahre, also die Zeiten dort waren anders, die Gründe waren anders. Man hatte auch andere geldpolitische Instrumente genutzt, wir nutzen andere geldpolitische Instrumente. Also es sind neue Herausforderungen, aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir das geldpolitisch so hinbekommen, dass wir am Ende unser Mandat erfüllen und dann mittelfristig bei 2% Inflation herauskommen können. Aber das Zeitfenster, das jetzt sich öffnet, für die ersten geldpolitischen Maßnahmen, das geht so langsam zu. Und wir müssen schauen, dass wir da jetzt in diesem Jahr was tun. Die Frage ist ja, ob eine Notenbank wie die EZB auch Einfluss hat auf alle Faktoren, die jetzt zu den höheren Inflationsraten beitragen. Also als Gründe sind sicherlich zum Teil deutlich höhere Energiepreise. Es gibt deutlich höhere Nahrungsmittelpreise. Preise steigen auch, weil die Globalisierung nicht mehr so gut funktioniert. Seit der Pandemie. Das sind ja keine Ursachen, die die EZB unmittelbar beeinflussen kann. Wo ist das, was sie tun kann? Ich meine, das ist ja so die Schwierigkeit in den Wirtschaftswissenschaften, in der Geldpolitik. Wir sind halt nun mal keine
Naturwissenschaft, wo du dann quasi in ein Modell alles so reingeben kannst und kannst das auf die 17. Nachkommastelle ausrechnen. Das können wir nicht. Wir müssen ein Stück weit von unseren Erfahrungen erzehren. Wir müssen die Themen immer neu einordnen. Klar ist, stimme ich Ihnen zu, es gibt bestimmte Einflussfaktoren, die kann die Geldpolitik auch nicht steuern. Wir sprechen ja typischerweise jetzt von einem Angebotsschock, der durch verschiedene Faktoren, da kommen wir sicherlich noch dazu, so ausgelöst wurde. Aber was wir als Notenbanker können, ist, die Inflationserwartung zu stabilisieren. Das ist unser Mandat, unser Ziel. Über die Inflationserwartung werden auch wiederum makroökonomische Impulse ausgelöst. Das heißt, das kann durchaus die Nachfrage, aber eben auch die Angebotsseite beeinflussen. Und da sehe ich unsere Aufgabe. Machen Sie sich Sorgen im Augenblick um die Inflationserwartungen? Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen jetzt doch auch dauerhaft deutlich höhere Inflationsraten erwarten? Also wenn man die Zahlen nimmt, konnte man natürlich sehen, im letzten Jahr war es noch so, dass die Inflationserwartung sich langsam von unten unserem Ziel von 2% näherten. Jetzt sind wir über die 2% drüber gegangen, was die Inflationserwartung angeht. Also wir haben so ein bisschen die Richtung gewechselt und müssen jetzt versuchen, über die geldpolitischen Maßnahmen sicherzustellen, dass wir wieder eben zu diesen 2% zurückkehren können. Ich hatte es ja schon gesagt, ich mache mir keine Sorgen. Ich habe, was heißt keine Sorgen? Es war klar, dass dieses Inflationsthema 2022 kommen würde. Ich habe das vom ersten Tag meines Amtsantritts gesagt, dass ich die Inflation als großes Thema sehe für dieses Jahr. Ich fand es richtig, wie man sich im EZB-Rat dann im März zum ersten Mal doch deutlicher positioniert hat. Man hat im Prinzip mit der März-Sitzung aus meiner Sicht die geldpolitische Wende eingeleitet. Und jetzt müssen die nächsten Schritte kommen. Aber nochmal, wir dürfen nicht zu lange zuwarten. Weil, das wissen wir auch, wenn sich die Inflationserwartungen auf einem Niveau einmal verfestigen, dann frisst sich das in andere Preise ein. Und dann haben wir eine Situation, die am Ende einen höheren volkswirtschaftlichen Preis einfordern würde, als den jetzt zu handeln und eben das zu tun, für das, was die Geldpolitik auch ein Mandat bekommen hat. Und ich bin deswegen an der Stelle, ich habe jetzt zuletzt wahrgenommen, wie sich meine Kolleginnen und Kollegen im EZB-Rat positioniert haben. Ich habe mich auch gefreut, dass der ein oder andere sich meiner Position jetzt mehr und mehr annähert. Also insofern positiv, optimistisch, dass dies gelingen kann für 2022. Gleichwohl fällt ja auf, dass in anderen Ländern Notenbanken ja schon mit Leitzinserhöhungen vorangehen. Wir haben es jetzt gerade vor 2 Tagen in den Vereinigten Staaten gesehen, aber wir würden auch in Europa Notenbanken finden, die schon erhöht haben. Ich glaube, außer der EZB und der Schweizerischen Nationalbank waren so ziemlich alle, jedenfalls viele, schon unterwegs, auch in Asien. Kann man schon die Frage stellen, ist die EZB zu spät oder gibt es hier vielleicht andere, ist die Inflationsdynamik hier vielleicht eine andere als in den Vereinigten Staaten? Ich denke, das ist der entscheidende Punkt, was Sie zuletzt sagten. Ich meine, wir sind fürs Eurosystem zuständig, wir müssen auf unsere Daten schauen. Also vielleicht nur, um eine Einordnung zu geben, wir schauen ja insbesondere auf die sogenannte Kerninflationsrate. Das ist die eigentliche Inflationsrate, da werden dann die Energie- und die Nahrungsmittelpreise herausgerechnet. Die liegt aktuell im Euroraum bei 3,5%, in den USA bei 6,5%. Das heißt, und auch in UK, in Großbritannien, ist die Zahl deutlich höher als für den Euroraum. Deswegen, man muss schon genau hinschauen, wie die Zahlen ausschauen. Die USA ist sicherlich noch stärker gefordert als der Euroraum. Deswegen hat auch die USA und auch UK haben früher angefangen zu handeln. Und die Situation in der Schweiz, die Sie gerade angesprochen haben, die ist nochmal eine andere. Da sind die Inflationsraten noch niedriger als im Eurosystem. Aber dennoch, auch die 3,5 sind uns zu hoch. Und deswegen auch hier, kann mich nur noch mal wiederholen, sind eben dann die entsprechenden Maßnahmen erforderlich. Wie stark beeinflussen denn Rohstoffpreiserhöhungen, die uns ja alle treffen, die man ja auch über die Nahrungsmittelpreise sieht, auf die sie keinen direkten Einfluss haben, den gesamten Warenkorb? Wir haben ja auch sehr hohe generell Erzeugerpreise, Einfuhrpreise, also auf der Unternehmensebene ist ja auch richtig Druck. Und da ist auch die Frage, kann das weitergegeben werden, wie viel kommt da an? Also ich meine, es ist schwierig, Ihnen jetzt da eine konkrete Zahl zu nennen. Also was wir so in unseren Modellen sehen, ist, dass von der Angebotsseite
sage ich jetzt mal, durch diesen Angebotsschock, da macht ungefähr 60% dieser Preisentwicklung aus. Das ist schon ein erheblicher Faktor. Aber dieser Angebotsschock über Energiepreise, der spielt sich langsam ein und geht über in alle Marktsegmente. Und natürlich ist es so, jemand, der jetzt eine Rechnung zu stellen hat für einen Auftrag, den er möglicherweise erst in einem halben Jahr auszuführen hat, ich meine, der macht natürlich das, was jeder von uns auch machen würde. Der sagt, okay, gut, wenn die Inflationsentwicklung so weitergeht, dann packe ich da noch eine entsprechende Marge drauf. Und es spiegelt sich dann natürlich wieder in den Preisentwicklungen der nächsten 6 Monate, die eben ausgelöst wird durch diese aktuelle Situation. Umso mehr ist es eben wichtiger, komme ich wieder zu den Inflationserwartungen zurück, dass wir das einfangen, dass diejenigen, die eben hier agieren, sehen, dass die hohen Inflationsraten nur temporär sind, und das wird sich dann auch natürlich mit entsprechenden Verzögerungen dann im Wirtschaftsgeschehen wiederfinden in den nächsten Jahren. Umso mehr ist es wichtiger, dass man jetzt hier eben gegensteuert. Jetzt gibt es ja von Kritikern einer Verschärfung der Geldpolitik das Argument, wenn man gegensteuert, riskiert man aber auch eine Rezession. Und das vielleicht in einer Situation, in der die europäischen Volkswirtschaften allein auch wegen des Krieges, wegen der doch ein bisschen in Schwierigkeiten geraten in Globalisierung ohnehin leicht anfällig sind. Also das ist natürlich immer so dieses Argument, damit kann ich eigentlich in der Geldpolitik immer agieren. Deswegen gefällt es mir nicht so richtig. Ich meine, wir müssen mal genau auf die Daten schauen und da auch vielleicht die Kirche im Dorf lassen. Also zunächst mal ist es so, dass dieser schreckliche Krieg, der uns ja alle jetzt seit 70 Tagen hier im Bann hält und der uns ja in seiner Fürchterlichkeit ja nicht loslässt, auf eine Situation getroffen ist, wenn ich mir die wirtschaftliche Entwicklung für Deutschland anschaue, die für Deutschland für 2022 sehr gut ausgeschaut hat. Wir sind im Grunde genommen stark aus der Pandemie herausgekommen. Wir haben die schwierige Situation in der Pandemie. Und die Bundesregierung hat ja hier auch, finde ich, mit den richtigen Maßnahmen der Wirtschaft geholfen. Sind wir, wenn man das so sagen kann, gut rausgekommen. Wir hätten für dieses Jahr Wachstumsraten gesehen, die deutlich über 4% real gelegen wären. Jetzt mit dem Krieg und den ganzen negativen Begleiterscheinungen kommen wir vermutlich 2 Prozentpunkte möglicherweise niedriger raus für 2022. Der Arbeitsmarkt ist stark in Deutschland. Also wir sind, was das Beschäftigungshöhe angeht, sofern ich die Zahl in Erinnerung habe, ist das die höchste Beschäftigungszahl, die wir je hatten. Also auch höher als eben vor der Pandemie. Also im Grunde genommen ist das makroökonomische Bild nicht so, dass ich die Sorge haben müsste, dass wir jetzt, aber ich muss immer sagen, das ist quasi ceteris paribus, was ich jetzt sozusagen an Daten vorliegen habe, sehe ich keine Rezession. Ich sehe eine deutlich schwächere wirtschaftliche positive Entwicklung, und die muss eben jetzt geldpolitisch noch entsprechend begleitet werden. Also ich kaufe das Argument nicht, dass ich in der Geldpolitik jetzt Zurückhaltung üben müsste, weil die realwirtschaftliche Situation sehr, sehr schwierig wäre. Das sehe ich augenblicklich Stand heute nicht. Inwieweit spielen denn in den Debatten in der EZB auch die sozialen und politischen Folgen von Inflation eine Rolle? Also Inflation trifft eigentlich fast jedermann, aber vor allen Dingen die ärmeren Menschen, die davon stark betroffen sind. Und das kann natürlich auch auf die Politik eine Wirkung erzielen, wenn man sich anschaut, dass Frau Le Pen im französischen Präsidentschaftswahlkampf besonders mit dem Kaufkraftargument auch aufgetreten ist. Nun hat sie nicht gewonnen, aber sie hat auch immerhin gut 40% gehabt. Und der Kaufkraftschwund trifft die Menschen ja auch nicht nur in Frankreich, sondern überall, und kann natürlich hier auch politische Strömungen Unterstützung geben, die man vielleicht ansonsten nicht so sehen möchte. Meinen Sie, werden verstehen, dass ich jetzt Frau Le Pen sicherlich nicht kommentieren möchte. Ich schaue als Notenbanker mir im Grunde genommen die Gesamtzusammenhänge an. Wer noch mal einen Blick reinwerfen mag in meine Antrittsrede vom Januar diesen Jahres, da habe ich diesen Aspekt bewusst gesetzt, dass die Inflation natürlich eine sozialpolitische Komponente hat.
kleinere, mittlere Einkommen besonders trifft. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, trifft sie uns alle. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es so, ich werde im Freundeskreis ständig darauf angesprochen. Klar, vielleicht, weil ich auch Bundesbankpräsident bin, aber es mag vielleicht auch eine Rolle spielen. Aber es ist ein Thema, was uns alle trifft, aber insbesondere eben kleinere, mittlere Einkommen. Und deswegen muss es uns umso mehr noch ein Anliegen sein, dass sich das nicht verfestigt. Jetzt gibt es ja Ökonomen, die sagen, dass sich das ganze Umfeld auf die Dauer verschlechtern wird für die Geldpolitik, weil günstige Effekte, die wir in der Vergangenheit haben, weggefallen sind. Es gibt zum Beispiel auch in der EZB Stimmen, die sagen, der Hinweg zu einer grünen Energie wird zumindest in der Übergangsphase auch mit Kostendruck einhergehen, was man so als Greenflation bezeichnet. Dann haben Sie ja schon den Arbeitsmarkt genannt. Viele Unternehmen suchen händeringend qualifiziertes Personal. Hier kann ja Lohndruck entstehen, einfach weil das Angebot nicht da ist. Und drittens, wir haben ja über lange Zeit durch die Globalisierung, speziell aus China heraus, eigentlich ein bisschen Deflation importiert. Und es gibt nun auch Stimmen, die sagen, auch wenn man sich die Demografie in Schwellenländern wie China anschaut, dass man auch nicht damit rechnen kann, dass die auf Dauer immer nur billige Güter anbieten. Also das Umfeld könnte sich verschlechtern. Würden Sie das teilen? Also zunächst mal, solange ich jetzt die Geldpolitik oder auch wenn ich mal noch in die Geschichte der Bundesbank reinschaue, es gab, glaube ich, kaum Phasen, Herr Braunberger, wo es für die Geldpolitik einfach war. Es waren immer irgendwelche schwierigen Situationen da. Deswegen darf man sich davon jetzt zunächst mal grundsätzlich nicht kirre lassen machen. Bevor ich zu Ihrer eigentlichen Beantwortung der Frage komme, muss ich einen Punkt nochmal deutlich machen. Ich meine, von welcher Geldpolitik sprechen wir denn jetzt? Wo ist unser Ausgangspunkt? Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben jetzt seit längerer Zeit negative Zinsen. Der sogenannte Einlagenzinssatz, auf den alle schauen, der liegt bei minus 0,5, wie wir sagen, 50 Basispunkten negativ. Der eigentliche Leitzins liegt bei 0 und die sogenannte Spitzenrefinanzierungsfazilität, wir schauen uns ja immer drei Zinssätze an, liegt bei plus 25 Basispunkten. Das heißt, wenn jetzt hier jemand davon spricht, wir würden jetzt die Geldpolitik quasi wieder richtig restriktiv anlegen, da gefällt mir die Formulierung schon mal nicht. Das ist, wenn dann überhaupt, eine Art von Normalisierung in einer Umgebung, wo wir seit Jahren negative Zinsen, negative, also Realzinsen haben, wenn man dann die Inflationsrate noch entsprechend davon abzieht. Also die Umgebung zinspolitisch war so außergewöhnlich und so entgegenkommend, dass wir uns jetzt einer Normalisierung nähern in einer Umgebung, die, ja, die ist nicht einfach. Und es ist klar, dass ein Transformationsprozess in einer Wirtschaft auch Preiseffekte haben wird, das ist ganz klar. Wir rechnen in unseren Modellen, die wir uns mal so angeschaut haben, da muss man natürlich dann verschiedene Annahmen setzen, sehen wir in so einer Art Transformationsprozess bis 2030 die Bandbreite der zusätzlichen Inflationsimpulse, die kommen aus einer nachhaltigeren Wirtschaft zwischen 0,3 Prozentpunkten und 1,1 Prozentpunkten. Also das ist so die Bandbreite in Abhängigkeit der jeweiligen Annahmen, die man setzt pro Jahr, die auf die Inflationsrate hinzukommen durch diesen Prozess der Wandlung der wirtschaftlichen Prozesse. Klar ist, dass der Krieg natürlich auch, selbst wenn der Krieg, was wir ja alle hoffen, morgen vorbei ist, was wahrscheinlich leider nicht der Fall sein wird, aber selbst wenn er vorbei sein würde, würde es dazu führen, dass natürlich bestimmte Prozesse nicht mehr so sein werden wie vorher. Sie haben ja das Thema mit den Lieferketten angesprochen. Es wird sicherlich stärker in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handels rücken, dass man sich versucht, autark oder in manchen Bereichen autarker aufzustellen, die Abhängigkeiten zu reduzieren. Das Thema Deglobalisierung spielt da natürlich auch eine Rolle. Auch das dürfte entsprechend auch Preiseffekte auslösen. Es wird in Zukunft möglicherweise nicht mehr darauf ankommen, das günstigste oder das billigste Angebot zu ziehen, sondern dort, wo ich eben die größte Verlässlichkeit habe, wo ich mich daran auch orientieren kann, dass es auch unter schwierigen Bedingungen immer wieder möglich sein wird, die Grundstoffe, die Grundgüter, die notwendig sind für den Produktionsprozess zu erhalten. Ja, das ist absolut richtig, aber umso mehr
müssen wir als Notenbanker darauf schauen, dass uns dann die Inflationsrate auch dort in dem Bereich, dass die Inflationsrate dort bleibt, wo wir sie gerne sehen möchten. Nämlich wir alle brauchen stabiles Geld, wir brauchen Vertrauen in die Währung und das ist eigentlich die beste Voraussetzung für gutes Wachstum, gutes wirtschaftliches Handeln. Sie haben ja schon mehrfach angedeutet, dass man dieses Jahr dann doch auch etwas machen müsste. Vielleicht können wir ein wenig so über die Handlungsspielräume der EZB sprechen. Das ist ein Thema, das gerade auch in Deutschland immer wieder diskutiert wird. Also die Frage, inwieweit eine EZB Leitzinsen erhöhen könnte mit Blick auf die Verschuldung, die ja in vielen Ländern sehr hoch ist. Übrigens nicht nur staatlich, in vielen Ländern ist auch die private Verschuldung sehr hoch. Das ist ein Thema, das ja auch nicht nur in Deutschland und Europa eine Rolle spielt. Generell, wie stark wird denn der Handlungsspielraum der Geldpolitik eingeengt durch sehr hohe Verschuldung? Also ich habe bislang, ich bin ja jetzt seit Januar in dieser Rolle und ich war früher auch das ein oder andere Mal, aber nicht in der ersten Reihe, oft als Begleitperson bei EZB-Ratssitzungen dabei. Ich habe die Diskussion jetzt auch gerade zuletzt immer so wahrgenommen im EZB-Rat, dass es um unser eigentliches Mandat geht, nämlich Preisstabilität und nicht darum, dass wir irgendetwas nicht können in der Geldpolitik, weil möglicherweise die Verschuldungssituation, ob auf der privaten oder in den öffentlichen Haushalten so ist, dass es unseren Handlungsspielraum einschränkt. Also das kann ich Ihnen nicht bestätigen, dass wir so eine Diskussion haben. An der Stelle sollten wir auch nicht haben, weil das würde uns von unserem eigentlichen Mandat ablenken. Es ist klar, dass es in so einem Gremium mit 19 Ländern und 6 Direktoriumsmitgliedern der EZB, 25 Personen, natürlich unterschiedliche Stimmen gibt. Das finde ich ist auch ganz normal. Aber insofern ist es auch aus meiner Wahrnehmung heraus so eine Art Checks and Balances von Position, die dazu beiträgt, am Ende eine verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Und bislang, so sehe ich das, habe ich das in meiner Wahrnehmung gesehen, dass das bei allen so verortet ist im EZB-Rat. Die Entscheidungen, an denen ich jetzt dabei sein konnte, die wurden auch alle einstimmig getroffen. Das war mir insbesondere wichtig bei der März-Entscheidung. Und jetzt werden wir im Juni nochmal auf die Zahlen schauen und ich habe es zuletzt ja gesagt, wenn die Zahlen so bleiben, wie sie jetzt sind, dann sprechen die eine eindeutige Sprache. Das heißt, erstmal Beenden der Nettoankäufe, das ist ja schon angelegt in der März-Entscheidung und dann werden wir sehen, wann und in welcher Abfolge dann die möglichen nächsten Schritte kommen können. Aber das werden wir, da werde ich mich auch dran halten, von der Datensituation im Juni abhängig machen. Und ich bin jetzt kein großer Fan davon, sich jetzt zu überbieten in der Prognose, wann zu welchem Zeitpunkt eben dann ein erster Zinsschritt kommen könnte und wie hoch der dann ausfällt. Ich finde, das bringt in der Diskussion nichts. Und die Finanzmärkte, die haben die Botschaft, glaube ich, auch schon gut verstanden, wo die Geldpolitik hingeht. Man sieht ja zum Teil jetzt schon, wenn Sie sich mal die Renditeentwicklung anschauen, die Zinsentwicklung anschauen bei der 10-jährigen Bundesanleihe. Gestern habe ich geschaut, da lagen wir so knapp bei 1%, 0,98. Die Zahlen von heute kenne ich jetzt nicht, habe ich mir jetzt noch nicht gerade angeschaut. Aber das zeigt ja schon, wir sind ja gekommen aus dem negativen Terrain. Die Zinsentscheidung, die der Markt zieht, die sind schon ein Stück weit in den Preisen drin. Und das heißt für mich, dass das auch so im Markt gut angekommen ist und dass die Kommunikation passt. Aber ich werde mich nicht daran beteiligen, zu sagen, wir machen jetzt im Juli dies oder das. Das bringt nichts. Gestiegen sind ja bei den langfristigen Zinsen nicht nur die Anleiherenditen, sondern auch die Bauzinsen zum Beispiel ganz erheblichem Maße. Und wer also jetzt so in diesen Monaten eine Baufinanzierung plant, der sieht sich ja in einem praktisch wöchentlich oder zweiwöchentlich sich wechselnden Umfeld aussehen. Meine Frage ist, die Zinsveränderung, die wir da sehen am längeren Ende, aus der Sicht der Stabilität von Banken und Finanzmärkten, ist das ein Grund zur Sorge oder ist es sogar gut? Ja, ich denke, es ist auch hier, man sieht hier eine Normalisierung, die natürlich auch schon dadurch ausgelöst wurde, durch das, was ich gerade beschrieben hatte, dass sich der Markt eben darauf einstellt,
dass man eben in Zukunft möglicherweise höhere Zinsen seitens der Geldpolitik wieder sehen wird. Ich meine, auch hier war es natürlich so, und wir haben uns das ja als Bundesbank immer im Rahmen unserer Finanzstabilitätsberichte intensiv angeschaut. Es wurden auch zuletzt die sogenannten ersten makropotentiellen Maßnahmen gezogen, dass eben seitens der Banken mehr Kapital vorgehalten werden muss für Finanzierung im Immobilienbereich. Die Preisentwicklung in einigen Regionen, ich meine, die Frankfurter Region zählt hier sicherlich auch dazu, die haben ja auch ihre eigene Sprache gesprochen. Ja, es ist, denke ich, eher ein Normalisierungsprozess, der in einem Segment ansetzt, was zum Teil eben dadurch gekennzeichnet war, dass man schon Überhitzungstendenzen ausmachen konnte. Also ich werte das eher als eine gute Entwicklung, die eben einen Markt wieder in, sage ich jetzt mal, geordnetere Bahnen zurückführt. In dem Maße, in dem man jetzt ja mit einer sich abschwächenden Pandemie wieder reisen kann, vor allen Dingen in ein Ausland reisen kann, in dem man nicht mit Euro zahlt, stellt man fest, dass der Außenwert des Euros, der Wechselkurs, sich nicht zum Vorteil verändert hat. Und das gilt ja auch, das wirkt sich ja auch auf die Rohstoffeinfuhren aus. Also ich habe auch häufig geschrieben, unmittelbar kann eine Notenbank nichts gegen Rohstoffpreise machen. Und dann bekomme ich ab und zu Briefe, und es ist auch nicht ganz falsch, die sagen, naja, gegen den Preis in Dollar kann eine Notenbank natürlich nichts machen, aber der Wechselkurs ist ja auch nicht so ganz unwichtig. Welche Rolle spielt das überhaupt eine Rolle für die Geldpolitik? Also ich meine das Thema Wechselkurse im eigentlichen Sinne, das spielt natürlich indirekt immer eine Rolle, Sie haben es ja schön beschrieben, möglicherweise über eine Art importierte Inflation, wenn eben bestimmte Rohstoffe, die in US-Dollar beispielsweise fakturiert sind, dann eben für den Euroraum teurer werden. Klar ist, aber auch da sind die Wechselkurse nicht immer der stabilste Indikator, aber die Wahrscheinlichkeit nimmt natürlich zu, wenn sich das Zinsdifferenzial zwischen zwei Währungsräumen erhöht, dass das dann die Wahrscheinlichkeit auch erhöht, dass das zu entsprechenden Wechselkurseffekten führt. Ein Stück weit könnte man ja meinen, dass das schon jetzt der Fall ist, dadurch, dass die US-Notenbank schon Zinsschritte gegangen ist und der Euroraum eben hier noch nicht. Aber bei Wechselkursen bin ich immer sehr vorsichtig, und über die Jahre hinweg hier als Notenbanker, als Ökonom, da habe ich schon vieles erlebt. Ich schaue zunächst mal für uns als wichtigsten Indikator auf die Preisentwicklung, auf die Kerninflationsrate, und dann können wir darüber ganz gut unseren Job machen. Wir beide könnten uns fraglos noch lange weiter über Geldpolitik unterhalten. Ich würde aber mal einen Versuch starten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich weiß aus Erfahrung, FAZ-Leser interessieren sich sehr für Geldpolitik und bei steigende Inflationsraten wahrscheinlich umso mehr. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Ich würde nur darum bitten, warten Sie doch, bis Sie ein Mikrofon bekommen. Nennen Sie doch bitte kurz Ihren Namen. Und ich glaube, hier war eine, und dann können wir darüber gehen. Der Herr hier doch, in der dritten Reihe. Danke. Christoph Braue, wie empfindlich trifft eine Zinserhöhung Emerging Markets, hier insbesondere solche, die sehr stark auf kurzfristige Verschuldung gesetzt haben, à la Türkei oder den afrikanischen Kontinent? Droht hier eine Emerging Markets Krise? Zweite Frage, wie empfindlich trifft es die höchst verschuldeten Länder des Euroraums, und was wären Ihre Leitplanken für eine Überarbeitung der Maastricht-Kriterien? Also, es ist eine sehr komplexe Frage. Also, ich fange vielleicht mal mit dem ersten Teil an, Türkei, Afrika. Da hätte ich jetzt vielleicht in den Teil der Frage nicht die beiden Regionen oder Länder miteinander verbunden. Türkei ist sicherlich ein anderes Problem, das hat ja schon früher angefangen, und deswegen würde ich Türkei ein Stück weit davon isoliert sehen. Ich denke, da ist die Geldpolitik auch gefordert, mit den Inflationsraten, die man dort in der Türkei sieht, sehe ich als eine ganz andere Herausforderung. Insgesamt, was die Emerging Markets angeht, klar, das ist immer auch für weniger entwickelte Volkswirtschaften eine schwierige Situation,
wenn sich der Zinszyklus global ändert. Was ich ein Stück weit optimistischer sehe, ist, dass viele Länder, die früher hier deutlich vulnerabel waren, also die deutlich vulnerabler waren, besser aufgestellt sind. Also es waren viele Länder dabei, die da doch ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die sehe ich deutlich stabiler. Es wird sicherlich dieses Phänomen der Repatriierung, Zurückführung von Assets geben. Das ist auch normal. Aber ich denke, es sieht beherrschbarer aus als in früheren, also ist deutlich beherrschbarer als im Vergleich zu früheren ähnlichen Zeiten, als dann eine zinspolitische Wende einzuleiten war. Ich hatte Ihnen ja schon angedeutet für den Euroraum das Thema, was wir überschreiben mit Fragmentierung, sprich, wie werden einzelne Länder dann eine zinspolitische Wende verkraften, wie wird sich das auf die Zinsentwicklung der Staatsanleihenpapiere auswirken. Auch da schaue ich mir die Zahlen an und die Zahlen sprechen für mich die Sprache, dass die Zinsspreads, also die Aufschläge im Vergleich jetzt zu gegenüber deutschen Bundesanleihen auf einem Niveau sind, nicht weit weg von dem Niveau, was wir vor der Pandemie hatten. Also ich glaube auch, dass die Situation für die Länder fiskalisch beherrschbar ist. Und deswegen will ich das Argument an der Stelle auch nicht überstrapazieren. Zu den Fiskalregeln, da hat die Bundesbank seit jeher eine eindeutige Meinung. Wir brauchen eindeutige Fiskalregeln, die dann auch eingehalten werden, die wenig Spielraum geben, um, sage ich jetzt mal hier, kreativ mit der ein oder anderen Fiskalregel umzugehen. Deswegen ist unser Anliegen jetzt bei der Überarbeitung dieser Fiskalregeln, dass es transparente, verlässliche und auch dann eben verbindliche Fiskalregeln sind. Und das würde dann auch uns in der Geldpolitik am meisten helfen. Wir als Bundesbank werden das weiterhin kritisch begleiten. Das kann ich Ihnen versprechen. Ich hatte hier mehrere, vielleicht erst der Herr und danach Herr Ramsdorf. Bitte sehr. Guten Tag, Andreas Schäfer, mein Name. Herr Dr. Nagel, ich bin doch etwas überrascht über Ihre Aussage, dass mit der Entscheidung im März die EZB rechtzeitig reagiert hat. Es ist ja nun mal leider festzustellen, dass mit dem Abgang von Herrn Professor Ising und spätestens mit dem vorzeitigen Abgang von Herrn Stark aus dem EZB-Direktorium eine deutsche Bundesbank gemäße Haltung im Direktorium nicht mehr vertreten wird. Die Schätzungen des EZB-Direktoriums über die Inflationsrate für dieses Jahr, die im letzten Jahr ausgegeben wurden, zeigen ja auch, dass dort irgendwo nicht so recht die Realität gesehen worden ist. Und die EZB hat einfach nicht den Auftrag, west- oder südeuropäische Staatshaushalte zu retten. Und sie hat schon gar nicht den Auftrag, das Weltklima zu retten, sondern wie Sie selbst gesagt haben, der Auftrag der EZB ist die Preisstabilität. Und da hoffe ich einfach, dass Sie dieses Ziel auch weiterhin sehr stark einbringen. Dankeschön. Vielleicht Herr Schäfer dazu. Also ich muss eins vielleicht da glatt drücken. Also da ärgere ich mich mitunter auch darüber, sage ich auch hier so offen, Cora Publikum. Wenn ich im EZB-Rat bin, mache ich nicht Geldpolitik für Deutschland. Das war von Anfang an, war dann das die Spielregeln, die vereinbart waren. Ich mache Geldpolitik für das Eurosystem. Natürlich mit einer starken deutschen Stimme im Grundverständnis der Tradition für mein Haus. Und Sie haben ja die Tradition der Bundesbank auch angesprochen, haben auch ein paar Namen meiner Vorgänger genannt. Wir dürfen nicht so ganz ausblenden, auch in der Geschichte der Deutschen Bundesbank gab es Phasen mit hohen Inflationsraten. Es ist ja nicht so, dass die Bundesbank immer nur durch Phasen gegangen ist, wo alles wunderbar gelaufen ist. Und die Geldpolitik hat immer mit schwierigen Voraussetzungen zu kämpfen. Jetzt komme ich nochmal auf die März-Sitzung zurück. Sie müssen sich nochmal vergegenwärtigen, zu welchem Zeitpunkt die März-Sitzung stattfand. Das war ein paar Tage, 10 Tage, nachdem der Krieg in der Ukraine begann. Wo ganz klar schwierig einzuschätzen war, mit was haben wir es hier zu tun, wie groß wird der Schock ausfallen. Und da fand ich es schon sehr erstaunlich, dass man unter diesen
nicht ganz einfachen Bedingungen, die für alle neu waren, man es geschafft hat, einen einstimmigen Beschluss zu erreichen, der die Geldpolitik aus meiner Wahrnehmung heraus in eine neue Richtung aufgestellt hat. Also ich fand es ein starkes Signal zu diesem Zeitpunkt. Und alles, was wir seither gesehen haben, ich muss jetzt nochmal auf die Einpreisung der Märkte, wie die Märkte letztendlich diese Botschaft interpretiert haben, muss ich sagen, das ist gut angekommen. Die Märkte verstehen, dass die Geldpolitik eine andere Richtung, eine andere Fahrt aufnimmt. Und deswegen ist mir da an der Stelle nicht so bange, dass uns das nicht gut gelingen kann. Auch die Diskussion, was die Verschuldungssituation von einigen Ländern im Euroraum angeht, hilft mir in der Geldpolitik. Ich muss die zur Kenntnis nehmen. Ich muss aber zunächst mal unser vordringliches Mandat bewerten, wie es um die Preisstabilität steht. Klar, es gibt einige Länder im Euroraum, würde ich mir gerne davon versprechen, dass sie noch ein bisschen mehr tun, was ihre Verschuldungssituation angeht, dass die deutlich besser wird. Im Übrigen haben das einige Länder getan im Euroraum. Also auch da muss man genau hinschauen. Einige Länder haben durchaus hier Erfolge vorzuweisen. Also mit dem Anspruch bin ich im EZB-Rat unterwegs, eine ordentliche Geldpolitik zu machen für den Euroraum. Und die Erkenntnisse, die ich ja von meinen Kolleginnen und Kollegen von der Bundesbank bekomme, dann dort in die Diskussion einzubringen. Herr Ramsdorf? Hier in der ersten Reihe, da kommt er. Herr Präsident, ich weiß, Sie haben es im Moment da nicht so besonders leicht in dieser Diskussion. Also ich war zu Zeiten von Karl Otto Pöhl Redenschreiber, habe den Maastricht-Vertrag da mit begleitet und so weiter und so fort. Also eins verstehe ich nicht, dass Sie jetzt gerade gesagt haben, dass Sie nicht Deutschland vertreten als Deutschland, sondern für den gesamten Raum. Das würden Sie ja auch nicht bestreiten, nehme ich mal an, weil die Inflationsrate im Gesamtraum ist ja auch nicht niedriger. Im Gegenteil, ich glaube, sogar einen Tick höher, nicht? Oder? Aber jedenfalls auch viel zu hoch, keine Frage. Also ich finde das auch immer wieder, wenn wir was vortragen, auch ordnungspolitisch denken, das ist nicht deutsch, das wird in Deutschland vielleicht mehr vertreten. Das ist meiner Überzeugung nach ein sachlich richtiger Ansatz, wenn man sagt, ich muss aufpassen, dass die nominelle Nachfrage nicht das reale Angebot an Güter und Dienstleistungen nachhaltig, dauerhaft überschreitet. Und das ist der Fall. Wir haben den Maastricht-Vertrag nicht eingehalten, wir haben die No-Bail-Out-Klausel nicht eingehalten, wir haben zurzeit einen effektiven Rückgang des realen Angebots durch Krieg, durch Probleme in der Globalisierung und so weiter und so fort. Wenn Sie in der Zeit weiter die nominelle Nachfrage hochhalten, ja, auch Staaten ermutigen, immer mehr Schulden zu machen, ja, aufgrund niedriger Zinsen, dann muss das zur Inflation führen. Das ist doch, also ich meine, das ist bald zweites Semester Volkswirtschaft. Lesen Sie mal hier, was der Herr Lane, FAZ heute, ja, ich lese jeden Tag, vor allem von Herrn Braunberger und Herrn Siedenbiedel. Und ich schicke ihm immer eine SMS, Mensch, toll, wieder. Weil es ist, eigentlich sind die Dinge so einfach. Da kann ich doch nicht sagen, der Herr Lane, wenn das stimmt, ich nehme mal an, das stimmt, was Sie hier schreiben, betonte, dass im Euroraum anders als in den USA die Nachfrage bisher keine so wichtige Rolle für die Inflation spiele. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Das ist doch wegen der Nachfrage, ja, die zu hoch ist und den Druck ausübt auf ein verknapptes Angebot. Und dann steht hier auch, der Arbeitsmarkt entwickelt sich nicht so dynamisch. Sie haben es doch selber gesagt, wir haben hier praktisch Vollbeschäftigung. Ja, das ist doch irre. Und dann schreibt er auch noch, die Zinsen dürfen wir nur graduell anheben. Was soll denn Gradualismus, wenn wir eine Inflation haben, die angesprungen ist, nicht graduell, auf 7,3 oder 4%? Das ist doch irre. Ich meine, die müssen mal aufhören, so einen Quatsch zu erzählen.
Und die Frau Schnabel, die hier die ganze Zeit immer gesagt hat, nö, Inflation, da haben wir kein Problem. Gestern sagt, ja, ja doch, wir müssen jetzt das hier also dringend die Zinsen anheben. Sie sind zu Recht zurückhaltend. Aber die Frau, diese Dame ist vollkommen, hat sich vollkommen selbst desavouiert. Lieber Herr Ramsdorff, das war meine Frage, ob Sie dem zustimmen. Ah. Okay. Herr Ramsdorff, okay. Also, was soll ich dazu sagen? Also zunächst mal, Sie wissen ja bei aller Professionalität, ich würde nie jetzt das direkt kommentieren, was Philipp Lehn oder was Sie zur Frau Schnabel gesagt haben. Sie haben ja, ich habe es ja von Anfang an, als ich hier in der neuen Rolle war, gesagt, wo ich das Thema Inflation sehe, habe mich da deutlich positioniert. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, der gesagt hat, dass ich die Gefahr sehe, dass wir uns mit einer Inflationsentwicklung auseinanderzusetzen haben, die starke Tendenzen zeigt, dass sie sich verfestigt. Und ich freue mich auch darüber, dass jetzt der eine oder andere aus dem EZB-Rat hier zur ähnlichen Einschätzung gekommen ist. Zum Arbeitsmarkt kann ich Ihnen nur sagen, die Arbeitsmarktdaten in Deutschland, auf die habe ich ja verwiesen, die sind sehr robust. Sie sind nicht so robust in anderen Ländern der Eurozone. Deswegen wieder der Blick aufs Ganze, aufs Eurosystem. Und klar ist, da bin ich bei Ihnen, die gegenwärtigen Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache, wo die Reise hinzugehen hat in der Geldpolitik. In welcher Geschwindigkeit, in welchen Höhen jetzt die ersten Zinsschritte zu erfolgen haben, ich bleibe dabei, da werde ich heute keine Aussage dazu machen, weil in der öffentlichen Diskussion, die Erfahrung habe ich auch gemacht, bringt das nichts. Bringt das nichts, weil gerade die deutsche Position, so wird sie dann halt auch mal wahrgenommen im EZB-Rat produziert vielleicht den ein oder anderen Reflex, der mir nicht hilft bei dem Ziel, die Geldpolitik wieder dorthin zu bekommen, wo ich sie hinhaben möchte. Und vielleicht noch eins dazu, ich meine, wir sind jetzt seit mehr als 20 Jahren in dieser Währungsunion. Dass es nicht einfach werden würde, das war klar. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin ein großer Fan von dieser Währungsunion. Ich finde es klasse, dass wir in Europa diese gemeinsame Währung haben und dass man sich um diese Währung und um die Preisstabilität gemeinsam bemüht. Und wenn man sich mal so den Erfolg anschaut der letzten 20 Jahre, auch was die Inflation angeht. Klar, wir haben jetzt eine schwierige Situation, aber wir hatten viele, viele Jahre, da war die Inflation genau dort, wo sie sein sollte. Es gab Phasen, da war sie auch zu niedrig. Deswegen haben wir auch die Geldpolitik so gestaltet, wie sie ist. Aber nochmal, ich schaue immer gerne nach vorne. Und gerade die Zeit hat uns doch, die letzten Wochen hat uns doch gelehrt, wie wichtig es ist, gemeinsam an bestimmten Themen zu arbeiten, in einem guten Verständnis. Und da sehe ich meinen Beitrag. Ich habe gerade auch mal geschaut, unsere Hörer an den Schirmen. Ich habe hier eine Äußerung, das ist eher ein Kommentar, so im Sinne von Herrn Ramsdorff und weniger eine Frage. Ich mache aber mal aus der einen Anmerkung eine Frage. Was bedeutet denn die Inflation für Sparer und wie kann man damit umgehen? Das ist ja auch die praktische Frage. Sie wollen jetzt nicht von einem Bundesbankpräsidenten einen Anlagetipp haben, oder? Ja, es gibt ja keine Aktienanleihen der Bundesbank. Nein, also. Nein, welche Rolle? Es waren ja immer wieder die Stimmen da, dass, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe ja auf die Rendite der Bundeswertpapiere verwiesen, dass die jetzt wieder in einem positiven Terrain sind. Es waren ja immer die Klagen da, dass der Sparer, wenn man es eben auf einer realen Nettoebene sieht, hier Verluste zu erleiden hatte bei einer risikolosen Anlage. Klar, das war eine Situation, die jetzt über Jahre hinweg so gegeben war. Ich kann an der Stelle nur sagen, dass ich die Zeiten erstmal nicht mehr sehe, dass wir mit negativen Zinsen konfrontiert sind auf der Notenbankseite. Das wird sich jetzt alsbald ändern.
wann dann eben auch wieder eine Situation eintritt. Und das ist ja das Ziel der Geldpolitik, dass auch die negativen Realzinsen Geschichte sind. Da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen. Aber das ist eigentlich schon, finde ich, eine gute Botschaft für die Sparer. Ich weiß, es wird noch nicht zur Begeisterung stürmen, aber... Ja, ich will ja auch keine konkreten Anlagetipps geben, aber man muss natürlich sagen, man sieht es auch ein bisschen mittlerweile im Anlageverhalten vieler Menschen, wenn man eine negative Verzinsung auf dem Sparkonto hat und sein gesamtes Geld auf dem Sparkonto lässt und darauf wartet, dass irgendetwas passiert, was dann nicht passiert, dann könnte man nur daran erinnern, es hat auch zu Zeiten der D-Mark hat es sein, wo man mit dem Sparkonto real auch negativ war. Und es gibt möglicherweise auch andere Dinge, die man tun kann. Das wäre aber ein weiteres Feld. Und wir haben ja zum Beispiel Volker Lohmann, der wahrscheinlich nachher darüber sprechen wird. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Vielen Dank, Herr Bundesbankpräsident, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank Dankeschön. Für Ihre Einsicht. Sie haben gesehen, das Thema Geldpolitik, Inflation bewegt die Menschen. Und wenn da die Ansichten vielleicht hier und da auseinandergehen, das ist auch nicht schlimm, das ist auch ein Thema, über das gesprochen und diskutiert werden muss, denn es geht uns alle an. Ich freue mich auch über das Interesse. Dankeschön, dass Sie mir zugehört haben. Auf Wiedersehen. Ja, okay. Ja, vielen Dank, Herr Braunberger, Herr Nagel. Mit diesen beruhigenden Worten können wir in die Mittagspause gehen, bevor wir dann um 13.15 Uhr hier mit der Lufthansa wieder die Triebwerke starten.